herzlichen Dank an alle, die hier heute so ganz kurzfristig gekommen sind vor der Senatsverwaltung für Inneres. Das ist das Haus, in dem die Entscheidungen getroffen werden, dass wahrscheinlich bis Ende diesen Monats die Abschiebungen noch ausgesetzt werden, aber ab dem 1.1., also in weniger als einer Woche, wird wieder die Maschinerie der Abschiebung losgetreten und dann werden Menschen aus Grünau, aus dem Abschiebeknast, aus ihren Wohnungen, aus ihren Familien, aus ihren Schutzräumen, wer das vielleicht alles nicht weiß, hier werden in Berlin Menschen aus Schulen herausgenommen und abgeschoben, aus Frauenhäusern herausgenommen und abgeschoben. Und es gibt keinen Bereich, in dem die Leute vor der Abschiebung sicher sind. Und insbesondere geht es uns heute bei der Demonstration darum, aufmerksam zu machen auf die Situation der Menschen, die der Bundesinnenminister zurzeit besonders im Blick hat. Und man kann sich denken, dass wenn der Bundesinnenminister jemanden in den Blick nimmt, dass es dem dabei nicht so gut geht. Und zwar hat er besonders im Blick die Menschen aus dem Balkan, die hier hinkommen, berechtigterweise Asylanträge stellen, unsere Gesetze aber so unzureichend sind, dass sie ihnen den Schutz des Asyls gar nicht gewähren können. Und dieser Menschengruppe hat er sich angenommen, um das historische Unrecht, was sowieso gegenüber den Menschen aus dem Balkan in der Geschichte dieses Landes besteht, noch zu verschlimmern. Es ist so, dass es Schnellverfahren gibt für Asylbewerberinnen und Asylbewerber, Flüchtlinge aus dem Balkan. Die werden teilweise, die Bescheide werden vorrangig geprüft und teilweise in 2 Wochen abgelehnt und dann heißt es zurück in ein Land, in dem diese Menschen nichts haben. Nichts außer Ausgrenzung, Diskriminierung, Gewalt und letztlich Krankheit und womöglich auch den Tod finden. In solche Länder schiebt unser Senat hier ab und dagegen wehren wir uns und dagegen haben wir uns hier heute versammelt. Heute ist unsere erste Veranstaltung speziell zu diesem Thema. Wir wollen, das hat auch der Flüchtlingsrat vorhin gesagt, uns dieses Themas stärker annehmen, weil wir sagen, begangenes Unrecht darf sich nicht wiederholen. Wir werden heute auch über Menschen reden, die in Berlin geboren sind und die vielleicht schon vor 10 Jahren wieder ausgereist sind, gezwungenermaßen in den Balkan, in die Länder, in denen heute wieder abgeschoben wird. Und wenn man sich noch mal klar macht, dass diese Menschen hier hinkommen dürfen, weil sie eine Visaerleichterung haben, weil sie keine Visa mehr anfordern müssen, dann ist es umso unsinniger, dass diese Menschen abgeschoben werden, denn das führt dazu, dass in den Ländern die Menschen in ihrer Bewegungsfreiheit noch stärker eingeschränkt werden. Also es ist eine mehrfache Bestrafung, weil wer abgeschoben wird, der wird dann auch in andere Länder nicht mehr ausreisen können, wenn er erst wieder zurück ist. Dieser Senat hat in dem letzten Jahr nicht nur bei den Abschiebungen bewiesen, dass nun die CDU hier regiert und dass hier mit harter Hand eine andere Politik gilt für Asylbewerberinnen, Flüchtlinge, Migrantinnen insgesamt. Vor dem Brandenburger Tor konnten wir sehen, wie damit umgegangen wird, wenn Menschen, die aus anderen Ländern kommen, sich hier nicht dankbar verhalten, wie die einen oder anderen das fordern, sondern wenn sie Rechte einfordern, Menschenrechte, dann werden sie eben gegängelt, dann werden sie in ihren Rechten nicht ernst wahrgenommen, wehren wir uns mit jeder Demonstration gegen diesen Senat, der die Menschenrechte von Flüchtlingen und Migranten einfach nicht anerkennen will. Leute, es ist wirklich immer erschreckender, wie schlimm hier und heute, aber auch in der Vergangenheit und wahrscheinlich in der Zukunft die Gesellschaft
darauf reagiert, dass Menschen hier hinkommen und unseren Schutz brauchen. Und es ist für mich immer wieder erschreckend zu sehen, dass der eine oder andere, insbesondere von den Parteien, die CDU, aber auch die extrem rechten Parteien, dass die wirklich auf dem Rücken der Flüchtlinge und der Migrantinnen und Migranten eine Politik betreiben, die ausgrenzt, die völlig verantwortungslos ist, die die eigene Geschichte und die eigene Verantwortung negiert und letztlich nur darauf ausgelegt ist, mit einer Abschreckungspolitik, dem das Bundesverfassungsgericht schon eine Absage erteilt hat, die Menschen hier in Situationen zu treiben, in Lager zu halten, in Knäste zu stecken, die Arbeit zu verbieten. Das sind alles Dinge, die wir abschaffen wollen und wofür wir wahrscheinlich auch im nächsten Jahr noch oft auf die Straße gehen werden. Vielen Dank, dass ihr heute gekommen seid und eure Solidarität ausdrückt und in diesem Kampf mitmacht. Dankeschön.